Willkommen zurück beim Bioshock mit Lilifee und wir stehen hier direkt vor der Chirurgie, wo wir jetzt mal hinwollen, um ein paar Splicer neu zu operieren. Ja, und wir benutzen einfach die Türsteuerung, um da reinzukommen. Die Augen nach Simon offen ist. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Okay, sieht aus wie mit Blut geschrieben. Schöne Unterschrift. Und wir haben übrigens immer noch unser Sumi. Ja, genau, Sumi. Sieht ja nett aus. Oh, wieder ein Hörspiel, wir hören uns das mal an. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Genau, bis der Job erledigt ist. Sieht ja sehr nett aus, muss ich mal sagen. Leichen, über Mülleimer, über Zombies, die irgendwo reingeraten. Ah, okay, das ist eine andere Verteidigungsanlage, die wir jetzt erstmal hacken werden. Und da sehen wir übrigens ein kaputtes Stück, das können wir dann natürlich in dem Fall nicht benutzen. Die müssen wir dann entsprechend auslassen und da fängt es auch schon wieder an zu laufen. Ja. Genau. Fertig. Jetzt haben wir auch diese nette kleine Schießmilchanlage da. Gehackt, die uns hält. Upsala. Okay. Und da haben wir noch so ein gutes Ding. Und auch das werden wir mal ordentlich hacken. Und soweit ich weiß, werden die Puzzle dann auch im Verlauf des Spiels immer anspruchsvoller. Das heißt also, es geht dann irgendwann richtig schnell und dann kriegt man noch so spiralförmige Teile, wo sich dann die Flüssigkeit automatisch ein bisschen verlangsamt. Und man dadurch halt mehr Zeit gewinnt. Das hat ja gepasst. So, hallo. Was haben wir hier? Lagerkisten. Lagerkisten wollen wir aus, Schränke natürlich auch. Und Verbandskästen nehmen wir, wenn wir sie könnten, nehmen könnten, aber können wir gar nicht. Panzerbrechende Pistolenkugeln. Jupp, okay, das ist gut. So. Da haben wir wieder jemanden. Nicht mehr lange. Ja, und Sumi hilft uns da. Und kommt weiter. Ich glaube, ich habe letzte Folge irgend so ein Wort gesucht wie Atmosphäre. Die finde ich hier in dem Spiel halt einfach nur zu göttlich. Wir haben wieder ein Tagebuch. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. So, okay. Und wir hacken jetzt auch mal eine Medi-Station, die uns, glaube ich, dadurch einen Gesundheitsboost gibt. Das heißt also, wenn wir die hacken, dann bekommen wir halt mehr Gesundheit, als wenn wir ungehackt dabei sind. Ne? Und die Splicer bekommen, glaube ich, dann sogar eine gewischt. Aber halt, wenn wir so gehackt haben. Ne? Noch ein Tagebuch, mein Gott. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden.
Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Okay, also hat der gute Wohn ein paar Fehler gemacht und wir haben schon wieder einen Tagesgeschäft gemacht. Billiger, kleiner Niemand! Ich bin Schatt, ja. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Ja, gut. Lassen wir ihn mal in seiner Welt da. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Oh, ist es kaputt? Brennt ein bisschen. Okay. So, schön. Das Wasser. Und ein Bandit Munitionsautomat. Okay, wir können kaufen oder hacken. Wir hacken natürlich wieder. Wie ihr seht, wir haben jetzt schon ein paar mehr kaputte Teile, die uns da mitten im Weg rumliegen. Die können wir, soweit ich weiß, auch nicht verschieben. Oh, jetzt wird es etwas knapp. Ja, aber das... Ähnlich wie es darin geübt, das sieht immer nur so knapp aus, das kriegen wir schon hin. So, et voilà. Und schon ist es erledigt. Ja, das hat sie ganz locker gemacht. Sie bricht hier nur so ganz nebenbei den Schweiß aus, aber das ist total irrelevant, das braucht man gar nicht beachten. Innerlich ist sie halt eine ganz ruhige. Da, das ging locker von der Hand. Wir haben uns übrigens so überlegt, ob man sie denn doch irgendwann mal reden hört. Der sie denn schon mal gehört hat oder eine Stelle weiß, wo man sie hört. Oder sagen wir es so. Wo ihr vermutet, sie gehört zu haben, das könnt ihr ja mal in die Kommentare posten. Das würde uns doch mal interessieren, falls sie doch mal einen Ton von sich gibt. Also es gibt ein paar Stellen, da tut sie einen Ton von sich geben. Und wir wissen nur nicht genau, ob die halt auch im Video sind. Aber es wäre wirklich mal interessant zu wissen, ob ihr die raushört. Also es gibt ein oder zwei Stellen in den Videos, die kenne ich jetzt auch schon. Da weiß ich schon, dass es ein Laut von ihr zu hören gab. Ich bin mal gespannt, ob ihr das auch findet. So, jetzt haben wir nebenbei schon wieder was gehackt. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Die Armen, ja. Das Militär, der König oder Gott. Die Liste hat keine... Sag Mama, wenn's weh tut! Welche Au, es tut weh. Au. Worten, warum machst du es dir? Ja, ich würde sagen, das tat sehr weh. Das ist mal so gut. verbrannte Leichen. Na, ist gut. Ich meine, wir wissen, dass das Spiel detailgetreu ist. Oh, ionischer Schrot. Sehr schön. Kaffee. Ja, Kaffee ist immer gut, das hält wach. Muss unser Charakter wenigstens schlafen. Kiste mit Granaten. Haben wir denn welche? Achso, brauchen wir einen Granatwerfer wahrscheinlich, ne? Ja. Und noch ein Tagebuch, ich werde ja nicht mehr. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase,
Das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Wären wir dann wieder bei Minecraft, wenn er den Leuten ein paar Blöcke verpasst? Ich glaube, da kann man, glaube ich, sich gut vorstellen, wie Minecraft entstanden ist. Da kam so ein irrer Chirurg und hat erstmal den Menschen irgendwelche Blöcke angeheftet. Na gut, wollen wir das mal nicht vertiefen. Irgendwie klingt der Gedanke daran auch ein bisschen eklig. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt kommt der Moment, wo man denn keinen Teil in der Richtung mehr hat. Natürlich das letzte Teil, damit es auch spannend bleibt. Und jetzt haben wir eine Kamera und sobald die Gegner erkennt, dann kommen ganz viele andere Summis, also dann löst die Alarm aus und wir haben hier ein paar... Ja. Okay. Ein Verbrennungsofen. Und wir kriegen eine E-Spritze raus, oder was ist das? Ja. Nee, Hacker's Delight. Oh. Ein neues Tunikum. Mit Hacker's Delight wandelt ihr ihr Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Okay. Du hast dein erstes Körpertunikum erhalten. Körpertunika machen dich stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmiden und anderen Tunikumtypen installiert. Ja, das klingt gut. Aha, wir haben uns jetzt also gepusht. Noch mehr Drogen. Das wäre dann nicht schon genug vollgepumpt, ist der Arm. Gut, also, aber nicht nachmachen, ne? Also nicht einfach Leute verbrennen, um an irgendwelche komischen Körpertuniken zu kommen. Das ist nicht gut. Also ich glaube, den normalen Fernseher würde jetzt sagen, traut mit nicht nachmachen, das ist gefährlich. Ich sag jetzt einfach mal nicht nachmachen, denn es ist irgendwie ekelhaft. Und total nicht realistisch. Ein Parasit treibt sich herum. Oh, abfackeln. So, neues Plasmid abfackeln. Abfackeln. Wenn etwas in Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Finde ich gut. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Alle Wege in Rapture führen zu Rhyme. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Bereichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. So, und an der Stelle würde ich sagen, machen wir dann mal wieder einen kleinen Cut. Die Folge ist damit dann erstmal zu Ende. Und ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, wieder zuzugucken, beziehungsweise zuzuhören. Ich denke mal, Lilifee schlägt sich ganz gut. Wir haben jetzt unser zweites Plasmid und ein neues Tonikum, oder beziehungsweise unser erstes Tonikum erhalten und trinken jetzt gerade mal ein bisschen Alkohol. Zum Abschluss. Na gut, okay. Ja, ja. Würde ich auch machen. Ja, auf jeden Fall schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr noch mehr sehen sollt und mehr und so weiter und so fort, ob ich mein Deutsch verbessern sollte oder nicht. Wie gesagt, nochmal kurz als Erinnerung, wenn ihr Lilifee gehört habt in irgendeinem Video oder so von mir, dann ruhig mal in die Kommentare schreiben, würde mich wirklich mal interessieren. Wie gesagt, es gibt so zwei Stellen, da habe ich sie schon im Video auch gehört. Ja, mich würde wie gesagt interessieren, ob ihr sie auch gehört habt, weil sie sich ja strikt dagegen weigert, irgendwas zu sagen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die nächste Folge kommt dann hoffentlich auch bald. Und bis dahin, alles Gute und...